Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Ralf Lenkert. Sie fordern das Verbot des Kältemittels 1234YF, das für Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen verwendet wird. Worum geht es hier? Es geht hier um den Klimaschutz. Es geht um die Einsparung von Treibhausgasen und den Beitrag, den auch der Verkehrssektor dazu beitragen muss. Autoklimaanlagen bzw. die verwendeten Chemikalien gelten schon lange als Klimakiller und haben einen direkten Treibhauseffekt. Das kann niemand wollen. 2006 wurde deshalb EU-weit ein Grenzwert beschlossen. Nur noch Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial, das maximal das 150-fache von Kohlendioxid beträgt, dürfen eingesetzt werden. Dies gilt ab 01.01.2011 für neue Fahrzeugtypen, ab 01.01.2017 für alle Neufahrzeuge. Diese neuen Grenzwerte sind technologieoffen. Das heißt, es wird nicht vorgeschrieben, welches Mittel alternativ zu R134a verwendet werden muss. In Frage kommen derzeit realistisch jedoch nur zwei: CO2 oder eben R1234YF. Seit gut 10 Jahren sind wir also auf der Suche nach einem Kältemittel, das besser für die Umwelt und damit auch besser für die Menschen ist. Zur Einordnung: Das bislang verwendete Kältemittel R134A hat ein Treibhauspotenzial von 1430. Das von R1234YF 1 von 4. Das von CO2 logisch bei 1. Man kann an dieser Stelle bedauern, dass die Industrie nicht konsequent auf CO2 gesetzt hat. Einige Hersteller tun das zwar, so setzen Daimler und VW auf CO2. Auch in Bussen wird CO2 teilweise bereits für Klimaanlagen verwendet, aber leider tun es nicht alle. Ich finde es auch bedauerlich, dass CO2 nicht grundsätzlich als Alternative verwendet wird. Verwendet wird also R1234YF. Dieser Stoff wird chemikalienrechtlich als hochentzündlich eingestuft. Das Kältemittel wurde unter anderem vom Umweltbundesamt untersucht. Bei hohen Temperaturen oder einem Fahrzeugbrand könne Fluorwasserstoff austreten. In Kontakt mit Löschwasser könne ätzende Flusssäure entstehen. Sie schreiben Ihren Antrag, Herr Lenkert, dies sei zumindest als nicht unwahrscheinlich einzustufen. Wie wahrscheinlich ist denn dieses potenzielle Risiko? Risiko ist nicht gleich Gefahr. Ein Tiger ist eine potenzielle Gefahr für den Menschen. Wenn er im Zoo hinterm Gitter sitzt, ist das Risiko, von ihm angegriffen werden, jedoch durchaus hinnehmbar. Grundsätzlich ist Autofahren schon gefährlich. Ein Unfall kann immer passieren. Wenn ein Fahrzeug in Brand geht, ist auch das gefährlich für Leib und Leben. Wir erleben das oft genug. Ich möchte die Gefahren und das Risiko weder kleinreden noch dramatisieren. Ich sage hier, ich kann das Risiko nicht abschließend bewerten. Die Wahrheit liegt wohl wie so oft in der Mitte. Bei Zulassungszahlen von gut 500.000 Fahrzeuge bis zum Stichtag Sommer 2015 hat es glücklicherweise noch keinen Vorfall gegeben. Ich teile die Einschätzung der Bundesregierung, die derzeit einzige ernsthafte Kältemittelalternative CO2 auch weiterhin zu unterstützen. Ich verweise auch auf die Produktverantwortung und Haftung der Hersteller. Ich setze auch darauf, dass weitere Automobilkonzerne dem Beispiel folgen und CO2 einsetzen. Auch wenn ich, Kollege Lenkert, Ihre Kritik in Teilen verstehe, sehe ich keine ausreichende Grundlage für ein Verbot. An dieser Stelle möchte ich noch mal an die Automobilindustrie appellieren. Umweltschutz, Klimaschutz, Emissionsschutz und somit auch Schutz der Gesundheit sind keine Nebensachen, sondern für viele Käuferinnen und Käufer inzwischen entscheidende Kaufargumente. Nutzen Sie die Innovationskraft, die es in unserem Land gibt, um Vorreiter in Sachen emissionsfreie und unfallfreie Autos zu verwenden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Die Linke hat der Kollege Ralf Lenkert das Wort.